Proteste auf den Straßen der Hauptstadt Harare. Szenen wie diese nehmen zu. Das Land leidet unter einer Finanzkrise. Die Regierung ist unbeliebt. Und auch das passiert immer öfter. Eine Journalistin, die von Polizisten angegriffen wird. Lucy Yassini ist seit 20 Jahren Journalistin. Sie berichtet aus dem ganzen Land. Im August ist sie auf einer Demonstration. Plötzlich attackieren Sicherheitskräfte die Frau. Es passierte, nachdem ich gerade beobachtet habe, wie sie einen alten Mann aus seinem Büro zerrten und auf ihn einprügelten. Lucy Yassinis Geschichte ist nur eine von vielen, in denen Journalisten zunehmend von der Polizei schikaniert, ins Gefängnis gesteckt oder sogar gefoltert werden. Yassini sagt, die Behörden hätten einfach keinen Respekt vor ihrem Beruf. Journalismus scheint in Simbabwe nicht ernst genommen zu werden. Es ist kein richtiger Beruf. Du bist eher ein Ärgernis. Du wirst als jemand gesehen, der nichts Wichtiges für das Land macht oder der bei der Entwicklung des Landes helfen kann. Die Simbabwer sind sehr fügsame Menschen. Sie sind friedfertig. Aber zurzeit werden sie zum Äußersten getrieben. Die, die an der Macht sind, sehen diese Energie und die Reaktionen, die wir zurzeit beobachten können, und denken, das ist ein Plan, um die Regierung zu stürzen. Sie erfinden all diese Terminologien und sagen, dass diese Menschen vom Westen gelenkt werden. Die Regierung von Präsident Mugabe will hart gegen die Proteste vorgehen. Die Demonstranten lassen sich davon nicht beeindrucken. Und auch Lucy Yassini will an vorderster Front stehen und über jede große Demonstration berichten. Ich habe keine Angst. Ich habe schon zu viel erlebt. Ich werde weitermachen. Das ist eben auch ein Stück weit Berufsrisiko für uns Journalisten. Aber Polizisten sollten es wirklich nicht nötig haben, weiter auf Journalisten einzuprügeln, die nur ihre Arbeit machen. Journalists who are doing their work.